Und die liebe Kada ist dabei. Auch am Telefon. Jetzt zum Ratsmann. 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 Ja, mal wieder. Endlich da, das neue Update da ist. Und genau gerade, als ich die Folge mit Frau Holz aufgenommen habe, die am Freitag rausgekommen ist, bekommt die liebe Kata diese Quest. Aber die Updates sind wirklich langweilig. Und war die Aufnahme mit Frau Holzwurf eine Weihnachtsquest? Nein. Okay, du darfst vorlesen. Okay. Heute müssen wir Geschenke abholen. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die wollen, dass wir ihre Pakete abholen. London, der Hirte auf dem Feld, gleich nördlich hier. Will, bei der Windmühle auf dem Hügel. Felix, höher aus dem Dorf. Warum es nicht selbst? Warum kann er es nicht selbst gehen? Er ist doch hier. Jenna aus dem Moorlandstall. Frau Holzwurf aus dem Roten Haus im Moorland. James aus Fort Peter. Felicity aus Wirkungs. Ich denke, ihr Schlitten für Andy ist fertig. Clary aus dem Stall in Wayday. Mario vom Observatorium, wirklich von Hollywood. Hol ein paar Knete bei all den Personen ab. Sprich wieder mit mir, wenn du fertig bist. Die Orte sind auf deiner Karte markiert. Verspreche, dass du dich bis morgen ausruhen kannst. Wenn du fertig bist, du kannst natürlich Ferientransporte benutzen. Plane deine Reise gut. Und ich würde sagen, als erstes zu Felix. Ja. Und dann würde ich zu Landon reiten, oder? Weil der ist ja auch nicht so weit weg, oder? Ja. Müssen wir auch ans Weingut? Ich habe nicht so gut zugehört, deswegen. Man sieht es auch auf der Karte markiert. Ja, nee, nicht ganz am Bein. Gut, bei Landon und bei Will, glaube ich, sowas. Bei Will, bei Marley, in Wayday und in Turkroof. Ich würde sagen, erst zu Will und zu Landon. Ja, erst zu dem in der Nähe. Ich gucke gerade hier nochmal. Wahaha. Landon, Will. Dann müssen wir nach Moorland zu Jenna, zu Frau Holze. Dann nach Fort Pinter zu James. Dann nach Verkauf zu Felicity. Dann nach zu Claire in Wayday. Dann zu Mario ins Observatorium. Oh, scheiße, Will. Ich hab irgendwie eine Quest, wo ich auch ins Observatorium muss. Okay. Habe ich noch nicht gesehen. Ich hoffe, ich steige auch bald auf. Nicht nur, dass du immer aufsteigst. Weiter zu Landon. Und eine Abkürzung. Und wie viel FPS habe ich heute mal? Ich hoffe mal ein bisschen mehr wie sonst immer. Option. Graphic. 12. Oh, da oben steht ja auch 11. 12. Anna, ja? Darf ich dann was zum Führen sagen? Ja, darfst du gerne. Warte, ich überlege gerade. Jetzt abholen lassen, oder? Ja. Weil hier ist nichts mehr erstmal. Okay, abholen. Stopp, stopp. Doch, doch. Abholen, abholen, abholen. Schlau. Ich dachte, stopp, stopp. Mario ist doch in Hollywood, aber der ist ja von Wayday aus, würde ich dorthin. Okay. Erst nach Fort Pinter oder erst nach Moorland? Erst nach Fort Pinter, dann können wir anschließend nach Moorland reiten. Aber man kann von hier, man kann doch aber eigentlich von hier nach Fort Pinter reiten und nach Moorland dann fahren. Ja, machen wir es so. Okay. Soll ich jetzt schon was oder ja, wir reiten jetzt schnell nach Fort Pinter und du erzählst dann so lange was zu dem Führen. Das nicht in der Samstagsfolge kommt. Ja, also, Anna und ich haben uns überlegt, da wir beide die Führquest unten haben, dass wir die Führfunktion am Samstag freischalten und euch mitnehmen. Und die Folge... Damit. Ja, und aber ich muss was verraten, die Folge kommt nicht am Samstag raus, wir nehmen am Samstag auf. Ja.
Ja, also sie kommt Montag oder Dienstag raus, also so ungefähr Montag, Dienstag oder Mittwoch. Am Samstag kommt hier nämlich Pony Legend. Und das hier kommt, die Folge kommt auch am Samstag. Ich bin gerade voll übers Auto gesprungen. Oh, aber du hast mindestens ein Pferd. Ich habe so einen scheiß Pony hier. Aber du bist der 13 und vielleicht leveln wir dich ja mal in einem Stream hoch, kleine Maus, weil ganz hoch leveln werde ich dich nicht. Das wird in einem Stream passieren. Ja. Viel zu verraten, viel zu verraten. Ich bin jetzt dann gleich da. Ich habe eine Abkürzung genommen. Ich auch. Ha, du bist hinter mir. Ich bin jetzt schon. Du bist noch da hinten, wo das Ponyjumpy ist. Ich bin hier schon, wo dieser Weg nach unten geht und fast bei der Brücke. Da, wo die Busse stehen, bin ich jetzt. Ey, du bist doch schnell. Ey, wo reitest denn du lang? Jetzt bin ich auf der Brücke. Ja, ich bin eh schneller da. Ah, hier ist mein süßer Scheier, der wahrscheinlich bald mir gehören wird. Warte, ich guck gerade, ich guck gerade. Ich springe nicht über die Mauer, sonst verkacke ich wieder. Anna, spring über die Mauer. Nein, ich bin hängen geblieben, war klar. Oh, das Geschenk steht hier vorne. Und jetzt zum Dransi weiter. Oh, ah ja, ich krieg das Geschenk nicht. Das klickt drauf und dann geht das Geschenk. Ich kann ja jetzt den Chat zumachen, weil wir reden ja über. Jetzt auf einmal. Warum habe ich vier. Haben die schon. Transi. Auf nach ML. Ich weiß. Ich weiß. Ich probiere in den Transi zu kommen. Ich stecke jetzt hier neben der Wand und nehme Transi fest. Ist gar nicht komisch, stimmt doch, ist nicht komisch. Alter, wir nehmen jetzt schon keine Ahnung, wie lange auf. Ich hab dieses Mal nicht hingeholt. Ich denke schon so 5 Minuten, oder? Ja, ich so halb, aber ich weiß nicht, ob das war, bevor wir aufgenommen haben oder danach. Weißt du, wenn ich da auf die Uhr geguckt habe, nehmen wir schon 8 Minuten auf. Oder 7. Übertrieben. Gehst du erst zu Jenna? Ja. Okay, und dann zu Frau Holzwurf. Die alte Dame. Bist du schon bei Frau Holzwurf? Ich hab Jenna, ihr ist schon. Ja, Kräuter, die am Strand des Kräuter, die am Rande des Strandes wachsen. Ja. Und das ist keine Weihnachtsquest. Die hatte ich bevor Weihnachten. Die habe ich schon seit Halloween. Das habe ich nicht. Nee. Okay, jetzt würde ich sagen, abholen lassen, dann dran sie nehmen oder hier. Komm, wir nehmen hier dran sie. Firgrove. Da, dann Well Day und dann gehen, also Firgrove, Well Day und dann reiten wir zum Observatorium. War es das oder fehlt noch was? Hier in Moorland backt es so hart, oder? Ich nehme von Moorland den Transi. Musst du reiten? Ich gehe weiter nach Whale Day. Ja, ich war schon in Fairgroove. Warte kurz auf mich.
Ich bin jetzt schon im, ich bin schon im Transi. Nach Wellley. Ja, mit dem Quest abgeben warte ich. Ah, ich weiß eh nicht, wo das Observatorium ist. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich muss jetzt erstmal suchen. Jetzt weiß ich wieder. Man muss an diesem Kreis da vorbeireiten. Scheiße, dann reite ich hier ja voll falsch. Dann reite ich hier ja. Oh, hier ist eine Abkürzung. Abkürzung. Wenn man da hochkommt, ich hoffe. Yay, Abkürzung genommen. Ich hätte auch unten lang reiten können. Jetzt bin ich extra diesen Berg hochgeritten. Wo bist du jetzt? Warum? Nein, du darfst keine Star Coins, sonst können wir nicht vier Funktionen kaufen. Hast du nicht mehr 25 Jorvik-Schillinge? Wie viel hast du denn noch? Nee, Jorvik-Schillinge. Alles gleich, ich habe 2442. Ich kaufe mir nie was. Ich kaufe mir einfach nie was. Ich kaufe mir nie was. Nie. Hier ist ein mit einem Die haben, die müssen ja alle übernachtet haben, weil wenn die nicht übernachtet haben, die können ja heute noch gar nicht fertig sein, weil das ja erst alles heute rausgekommen ist, die neuen Quests. Echt so. Und ich würde jetzt keine Schillinge, also keine Star Coins ausgeben zum Übernachten. Ja, das ist so unnötig. Man spart auf was, dann kommt so was und dann denkt man, ja, okay, die macht da kommen nicht so schlimm. Ja, und Dann hat man im dann hat man gar nichts mehr und denkt so, oh, ich wollte mir doch ein Pferd kaufen, jetzt ist alles weg für das Pferd, was ich gespart habe. Deswegen kaufe ich mir jetzt auch nicht mehr so oft Pferde, so jeden Monat eins oder so. Ist trotzdem noch viel, aber ich weiß. Ich warte, ich bin jetzt hier schon bei Mario. Ich teste hier bei Mario mal was in der Zeit, wo du hier noch 100 Jahre brauchst. Guck mal, ob wir da hochreiten können. Hier ist ein Kaffee oben bei Mario. Wirklich? Da ist ein Kaffee. Hier gibt's so einen Weg hier außen. Hier und also von da, wo ich jetzt komme. Nein, ich gleite runter, ich gleite den Berg runter. Oh, großer, großer, du hast Glück. Ich lass mich. Wo bist du denn? Ich bin schon bei Mario. Bin gleich da, ungefähr noch Wir gucken. 100 Nein, weniger. Oh Mann, ich bin gerade 50 voll Planet Coaster Steuerung gewöhnt. Leute, ich nehme noch kein Planet Coaster auf, weil wir noch kein gutes Internet habe. Sonst würde ich auch wieder Sims aufnehmen, aber. Ich sag, jetzt noch 20 kleine Sprünge, weil ich jetzt an der Brücke bin. Ich versperre dir den Weg. Du kannst nicht durch mich durchschreiten. Probier über mich zu springen, ohne mich zu schleifen oder bei mir vorbeizureiten. Probier's mal. Scheiße, ich hätte meinen Kopf vorne lassen sollen. Ich dachte, du gehörst hinten rum, weil hier so viel frei war. Hier ist so viel frei, wenn ich hier hinten. Naja. Und Ich hätte so oder so geschafft. jetzt abholen lassen. Ja? Ja? Hast du die Quest? Hast du bei Mario eine Quest, die heißt, reite zum Ratmann Silverclade und frage ihn, was er von Mario will? Ist es eine Weihnachtsquest? Nee, ich hab die nicht. Okay. Oder wo ist denn das Observatorium? Wenn ich wüsste, wo es ist, dann kann ich dir sagen, ob ich sie habe. Hier hinten ist Das es schon. Observatorium. Ja, nee, ich hab da keine Quest. Und deine Schwester, darf ich mal sagen, wo die ist noch? Bei den Weihnachtsquests? Die ist erst bei den weißen Kugeln, die sie bei Will abhängen muss. Jetzt lese ich mal vor. Ich kann viel besser lesen wie du. Nee, das stimmt nicht. Du kannst gut lesen. Du kannst die Stimmen voll gut imitieren.
Du bist sehr fleißig, Anna. Ihr seid sehr fleißig, Anna und Kater. Die besten Hilfen, die ich je hatte. Oh, doch noch weiter. Jetzt müssen wir nur noch die Geschenke unter den Baum legen. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Wenn ihr fertig seid. Aber du musst aufpassen, dass du immer Anna und Kater sagst oder wir oder so halt. Nee, die Einzelnen, das passiert mir auch mal so. Oh, scheiße. Ey, sehen die Geschenke jetzt alle gleich aus oder wie? Echt? Das ist ja blöd. Also alle so rot, oder? Nee, da ist ein blaues. Rot, blau. Ja, aber ich habe jetzt rot, blau, rot. Ich habe jetzt rot, blau, blau, rot, rot. Warum nicht so gelb oder grün? Das sieht doch auch cool aus. Jetzt habe ich nochmal ein blau. Ja? Hallo? Ja? Hast du zwei blaue auf zwei roten? Ich habe jetzt als erstes rot, blau, blau, rot, rot, blau. Blau, rot, rot und dann habe ich hier nochmal ein blaues auf zwei roten. Bin fertig. Dann hat eine ihr Mustang-Zöpfchen gemacht. Soll ich lesen? Ja. Schön, jetzt sind die Geschenke unter dem Baum. Doch, was? Du darfst vorlesen! Du weißt schon, wenn diese Folge am Samstag rauskommt, ist es an Weihnachten. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Schönen Heiligabend mit eurer Familie und frohe Weihnachten. Hoffentlich habt ihr Spaß und kriegt schöne Geschenke. Ja, das hoffe ich auch. Also jetzt bin ich mal dran mit meinem Können, wie Donald so. Der hat bestimmt so Hasenzähne. Nein! Weihnachtsstrümpfe sind aus! Ich kann dir aber einen wunderbaren Weihnachtsstrumpf stricken, wenn du willst. Der wird nur nicht von morgen fertig sein. Donald. Jetzt ist der Weihnachtsstrumpf fertig. Nehmt ihn und zeigt ihn dem Ratzmann. Bis morgen warten. Man muss hier doch gar nicht übernachten, oder? Nein. Kriegen wir doch schon unser Getüm. Und Anna, wenn jemand was kriegt, was einem nicht so gefällt. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was ihr bekommen habt, bitte. Du darfst lesen. Ja, und wenn euch was gefällt, seid froh, dass ihr überhaupt das bekommen habt. Ja, du darfst vorlesen. Was für ein schöner Weihnachtsstrumpf. Wir wollen mal schauen, wo ihn aufhängt. Ich weiß. Häng den Weihnachtsstrumpf hier am Mast neben mir auf. Das ist ja gut. Und der Weihnachtsmann kann ich gar nicht verfehlen. Okay. Ich habe gerade irgendwie voll so ein Gefühl, als ob, okay, ja, du darfst wieder lesen. Ich wollte gerade nur was sagen. Ja, also sagt, was ihr bekommen habt. Und auch wenn es was Schlechtes ist, schreibt einfach in die Kommis, ist ja nicht so schlimm. Du darfst lesen. Der hängt eher gut. Oh, was? Noch eine Quest. Was hat denn der für Probleme? Fertig ist. Habe ich mich verlesen oder stand da wirklich Weihnachtsgrütze? Ich habe auch Weihnachtsgrütze gelesen. Bah. Was machen die für Tradition hier? Oh Mann, du darfst den Ratzmann lesen, also schöne Texte. Ich muss so andere Leute mit Hasenzähnen und so lesen. Wie soll man den jetzt den anderen zu Hasenzähnen? Genau, die Weihnachtsgrütze, wollte ich gesagt sagen. Die Weihnachtsgrütze, ich fange sofort an. Ja, ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre. Wo bist du, Harold? Ich kann dich nicht anklicken. Ich habe eine Freundschaftsanfrage. Danke für die Freundschaftsanfrage, Valentina Flowersong. Ich mach hier noch, du machst dann beim Garten wieder. Die Kutze hat die ganze Nacht gekocht. Sie ist richtig lecker geworden. Aber sie ist für den Weihnachtsmann. Stelle sie auf die Treppe einiger Häuser hier im Dorf und melde dich dann beim Garten. Okay, und wenn sie für den Weihnachtsmann ist, warum an verschiedene Häuser? Ich habe auch eine Anfrage von Valentina, wie sie heißt. Flower Song.
Ja, ich grüße dich. Und ich grüße auch die liebe Rosemary, die den Surfer gewechselt hat. Ich sage ihm jede Folge was über die Rosemary, ne? Egal. Ich vermisse dich hier so. Nein. Okay, doch, doch, ich vermisse dich schon, aber es fällt schon auf, weil du halt jeden Tag so. Ah, ja. Also ich vermisse dich hier. Also, falls der Surfer frei ist, komm bitte zurück. Aber es ist ja deine Sache. Wenn du auf dem Surfer dich wohlfühlst, dann bleib auf dem Surfer, ja? Also ich würde sowas nie essen. Ja, was? Ja, mein Pferd ist erst Level 13 und deins ist erst Level 5. Ich find das Leveln macht am meisten Spaß. Und du so, Leveln, kein Bock. Leveln, kein Bock. Ja, also, das ist meine Uhr. Ich hab die repariert. Oh, ihr seid voll die Pisser, Mann. Ihr habt nichts gemacht. Also, Ausdrücke müssen wir rausstellen. Okay, ich hab's gerade gesagt, aber ganz schnell. Also, mit einem Huster war drin. Na, einfach irgendwo hinstellen, wo so Punkt ist. Ich hab jetzt voll. Guck mal, ich glaube, ich weiß, wo komm. Wenn du da am Weihnachtsbaum hinterreitest, geht doch rechts so, geht rechts so. Ey, die Folge geht jetzt bestimmt schon, die Folge geht bestimmt über jetzt vielleicht 15 Minuten schon oder so, oder? Ist halt eine Special-Folge, die darf ja länger gehen, die darf ja länger gehen. Okay, gut. Wir brauchen das Internet abends, also es reicht. Okay, gut, du kannst anfangen. Ja, du? Jetzt bitte. Wird sich ja der Weihnachtsmann freuen. Man sollte es sich nie mit ihm verscherzen. Noch mehr, okay, mach. Oh, ich glaube, ich nehme. Ach, du kannst kein ganz hin reiten. Wir kommen. Ich reite extra mit dir dahin. Also kann man es ja doch in einem Tag mal. Aber wenn du es an einem Tag in einem Video machst, geht das Video bestimmt eine Stunde oder so. Also musst du Rosemary doch nicht übernachten. Aber ich glaube, die meisten haben das Geschirr nicht an, weil sie nicht auf ihrem Anfangspferd reiten. Ich finde es dumm, dass man das. Ich habe jetzt gehört von anderen, dass die das nur auf ihrem Anfangspferd machen können. Das ist ja dumm. Ich fände es cool, dass man diesen Drang sich für ein einziges Pferd aussuchen kann und auf diesem Pferd ist dann diese, also das kann ich dann in Tier verwandeln. Das wäre doch viel cooler. Oder wenn es einfach so ein Geweih wäre, ein Geweih, das man anziehen kann statt einer Schleife. Ja, du kannst, was wolltest du sagen? Ich finde den Weg nicht, weil ich muss reiten. Und ich bin immer mit Tramsee. Und jetzt habe ich. Jetzt dauert. Hier liegen ja auch Geschenke rum. Okay, ich lese, ich kann die Bauchhunde erst gut lesen. Okay, hus, hus. Die Weihnachtslimonade ist fertig. Warte. Guten Tag, Anna. Ja, unsere berühmte Weihnachtslimonade ist fertig. Ne, okay, jetzt geht es wieder. Egal. Wie habe ich die gewählt? Guten Tag, Anna. Ja, unsere berühmte Weihnachtslimonade ist fertig. Ich habe hier ein Fass für das Dorf. Oh, das hat sich gerade creepy angehört. Das hat sich gerade richtig creepy angehört, ne? Nimm das Fass,
Mit der Weihnachtslimonade und liefere es beim Ratsmann ab. Das Fass steht hier bei der Mauer. Reite vorsichtig, damit nichts passiert. Dir wird der Druckstand im Fass angezeigt werden. Wenn der Druck zu hoch wird, explodiert das Fass und wir müssen von vorne anfangen. Ich hoffe, dass wir das vermeiden können. Weihnachtslimonade ist sehr teuer. Wenn du siehst, dass der Druck steigt, musst du vorsichtiger reiten. I like that, move it. Ich steig jetzt ab, vielleicht hat man ein bisschen bessere. Weißt du, wenn du absteigst, kannst du ja manchmal schnell reiten. Ich kann jetzt hier erstmal ein bisschen schnell reiten. Anna, lass dich abholen. Kann man das? Ja. Mach. Schlau. Ist irgendwie dumm gemacht, aber ist schlau für uns. Ist für uns gut, für andere ist es schlecht. Sorry, Leute, die einen Stall in Moorland noch haben. Ey, man kann ja auch nicht mehr in diesem langsamen Draht, da muss man ja im Schritt reiten, dass der Druck runtergeht. Weil mein Druck ist schon voll hoch und jetzt probiere ich mal ganz kurz schnell zu reiten. Jetzt hat mein Pferd abgebremst, jetzt müsste eigentlich der Druck kurz runtergehen. Das ist dumm, dass wenn dein Pferd abbremst, dass dann der Druck nicht runtergeht. Scheiße, große Mausi. Ich muss meinen Druck runterkriegen. Ich auch. Der ist bei Tilinda, bei dem R schon. Aber ich bin jetzt schon weiter bei dem... Scheiße, ey, wenn jetzt mein Fass platzt, ich muss jetzt hier ganz langsam machen. Du kannst hier bestimmt so schnell machen und ich hier so. Oh mein Gott, mein Fass ist platzt gleich. Psst. Gut, ich bin da, ich kann. Du musst aber lesen, ne? Ja, ich geh gerade die Treppen hoch. Ja, ich bin außen rumgeritten. Ey, da hinten springt dieses Ding da rum, oder wie? Alles klar, du darfst lesen? Ja. Habt ihr es gesehen, musst du sagen. Ach, die Weihnachtslimonade. Die habe ich ja fast vergessen. Das hat ja zum Glück geklappt. Die Limonade ist aufgrund einer hervorragenden Reitkünste heile angekommen. Danke. Boah, immer noch weiter. Oh, das macht ja bestimmt Bock, die Folge zu gucken, Leute. Alles klar. Ey, die Folge geht schon 18 Minuten. 28 Minuten. Nein, stopp, 28 Minuten. Okay, les. Nochmal was. Die Folge geht schon fast eine halbe Stunde, ne? Les einfach schneller. Les einfach so schnell, wie du kannst. Ich glaube meine Augen nicht. Die Weihnachtsbrücke ist eine ganze Welt geworden. Zu einem Dorfhaus und erschreckende Kinder. Nichts möglich. Es steckt ein Zauber hinter. Dann müssen die schon weiter zu sehen, obwohl er noch so schnell vor die Brücken bröckelt. Noch eine Etage. Ich weiß, ich hab die da gesehen, jetzt rennt zu Steve, was? Die Folge geht schon, wenn die eine halbe Stunde geht, hast du Bock, eine halbe Stunde eine Folge zu gucken? Oder geschweige denn, wenn an Heiligabend, oder halt morgens an Heiligabend, wenn dann eine Folge hochlädt mit einer halben Stunde Kapazität, und eine halbe Stunde Länge, dann dauert das fürs Hochladen 2 oder 3 Stunden. Weil wir haben noch kein besseres Internet am Heiligabend, ne? Scheiße. Wir bitten Hexerei und Mysterien. Okay. Oi, das war nicht so gut. Laufen wir die Weihnachtsböcke amok im Dorf. Das ist wirklich komisch, muss ich sagen. Ja, bitte ein Lasso, lieber Steve. Mann, da ist so eine... Wie man einen Weihnachtsbock fängt. Na klar, kannst du mein Lasso bekommen. Nimm es und fange die verrückten Weihnachtsböcke. Melde dich beim Ratsmann, wenn du fertig bist. Müssen wir dann das Lasso wieder abgeben? Ich hoffe ja, weil mein Inventar wird langsam voll. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe noch 11 freie Plätze.
ich hab noch. Jetzt kann ich gerade nicht zählen, ich habe mindestens 20. Ja, ich habe meinen Rucksack leider nicht ausgeleert, bevor wir aufgenommen haben. Ich vergesse immer, ja, hier Weihnachtsbäcke suchen. Also auf die Suche begeben. Reit einfach ganz schnell bei denen vorbei und probier dann anzufangen. Ja, ein. Wie viele Böcke waren es denn? Oh! Ich habe jetzt 2. Es waren 5. Okay, jetzt habe ich 2. Ich habe 3. Oh, da war einer. Oh Mann, also ich würde nicht gerne in so einer Stadt leben, wo Weihnachtsböcke amok laufen. Die Folge geht doch jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde, oder? Kann auch taschen. Alter, ich gehe jetzt hier lang, Alter. Dieser scheiß Weihnachtsbock, der kann mich mal. Wo sind die denn? Ich bin keine mehr. Beim Brunnen ist einer. Den habe ich schon. Na, aber die laufen ja durch die ganze Stadt. Die laufen ja quer durch die ganze Stadt rum. Bei mir ist jetzt gerade einer am Brunnen, wenn du den noch nicht gefangen hast. Einer fehlt mir noch. Ich hab ihn gesehen. Ja. Hä, der war doch hier gerade. Ich hab's. Ey, das Rentier sieht voll hässlich aus, als wäre das Geweih da richtig reingewachsen. Anna, ich hab's schon. Mir fehlt noch einer. Hier. So, jetzt habe ich alle. Ich komme zurück. Ey, warte, die Folge geht doch jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde, oder? Keine Ahnung. Der Weihnachtsbaum sieht auf der anderen Seite immer noch so leer aus. Du kannst, wenn du willst, schon vorlesen. Ich bin fast beim Bratmann. Soll ich? Ja. Oh, jetzt ist endlich eine Uhr, weil das Weihnachtsspecial geht jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde oder so. Also Leute, heute war es mal eine etwas längere Folge, auf jeden Fall bestimmt so zwischen 20 und 30 Minuten oder sogar länger. Und dann sagen Kater und ich hier an dieser Stelle bis zum nächsten Mal, Leute. Und Schoki und Claudi sagen auch Tschüss. Ciao!